Hi und willkommen zu Star Wars The Old Republic. Der Louis ist gerade nicht da, der hat sich auf einem anderen Planet verlaufen. Was hast du dazu zu sagen? Da und gerade wurdest du mir sogar auf die Minimap als Neo. Guck mal, schau auf die Minimap. Wir sind direkt beieinander. Ich glaube, du bist ein Stockwerk höher oder tiefer. Oh, stimmt. Stimmt, ich bin ein anderes Stockwerk. Ja, Falsch, genau. ne? Nämlich hat irgendwer, achso ja, der Skavak hat irgendein Relikt von Sulust geklaut, der eine Lavaplanet da. Und das müssen wir jetzt wieder zurückholen. Wir brauchen mehr Informationen von irgendeinem Typ da. Waffen und so werden nicht mehr angezeigt. Bei dir auch so? Irgendwie wird mein ganzes Interface nicht mehr angezeigt. Was ist denn das? Dir werden deine Angriffe nicht mehr anzeigt. Ja, gar nichts. Schau, ich drücke auch auf den Typen drauf. Ben hat immer richtig Motivation, das Spiel zu spielen. Und dann dauert es eine halbe Stunde. Und ich habe noch Ja. nichts gemacht und habe gar keine Lust. Ich würde es dir zutrauen, dass du einfach deine Anzeige gegen Bier verkauft hast. Du mit deiner Alkoholsucht. Sie haben kein Geld mehr in Star Wars The Old Republic. Wenn Sie als Spielcharakter angezeigt werden und dafür nochmal einen Stack Bier bekommen. Ja, klar. Ich erinnere mich, hier war mir genug mit den Problemen von mir. Fangen wir an. Hast du einfach dein Spiel verkauft? Haben dich irgendwelche Hacker angeschrieben? Hey, dürfen wir auf deinen Star Wars The Old Republic Account zugreifen, wenn wir dir ein Stack Bier geben? Natürlich! Ja, klar. Wo müssen wir hin? Da runter, oder? Ja, das lila ist und leuchtet. Ich hab mein Spiel auf Fiverr verkauft. Hast dein Spiel auf Fiverr verkauft? Ich biete Star Wars The Old Republic super, super neuer Account. Ich suche Bier. Ich habe 1800. Aber irgendwie habe ich kein Geld mehr. Also ich darf keins mehr kaufen. Das kostet doch nur 125 Euro reinhängen. Ah, vielleicht habe ich das Geld schnell ausgegeben. Meine Kreditkarte kommt nicht hinterher. Die Kreditkarte wurde gesperrt. Die denken, du wirst gerade ausgeraubt. Ja, genau. Aber jetzt habe ich 80 Bier, das sollte erstmal reichen. Okay. Bist du drin in der Seht ihr? Cutscene? Was habe ich euch gesagt? Es ist der Captain vom Kopfgeldplakat von Rogun, dem Schlechter. Haben wir nicht Ich höre Glück? eine Stimme. Das habe ich Jetzt. keine Sekunde bezweifelt, Schatz. Du warst schon immer mein Glücksbringer. Oh, jetzt sind wir Oh, unsympathisch ihr direkt. beide macht mich krank. Sofort stehen bleiben, Captain! Die sind mir alle unsympathisch. Die sind so aggressiv. Die beiden an. Bist du schon fertig? Ja. Ich rede nicht mit Idioten. Nehmen wir Eins? eins. Ja. Ist das eine Frisur oder ist eine Wumpratte auf eurem Kopf gestorben? Habt ihr eben. Das sagt einfach nur was Was glaubt komplett ihr? anderes. Klappe! Na los, ihr zwei. Erledigen wir die Niete. Dann sind wir reich. Wollen wir einfach angreifen? Aber ihr seid zu jung zum Sterben. Das ist toll. Weil Okay. es setzt voraus, dass wir gewinnen. Oh ja, dann nehmen wir eins. Eure Oh, Freunde haben Corso so Rix viel, stimmt zu. wofür es Ja, sich aber zu bei mir leben auch, das lohnt. so aggro ist. Wieso sterben? Oh, starke Worte für Abschaum auf der Flucht. Ich habe keine Angst vor euch. Ich habe Boah, einen jetzt geht's los mit den Flammenwerfer. Beleidigungen. Nichts Hast Besonderes. du's? Ich habe ein schlechtes Gefühl bei diesem Captain. Er sieht nach mehr aus, als wir vertragen können. Milo, dieses Kopfgeld ist mehr Geld wert, als wir in einem Monat verdienen können. Alles klar, Schatz. Aber bleib hinter mir. Ach, Geld, das geil. ist Nicht, Kopfgeld dass du auf gegen einen uns. lausigen Haufen Ja, Credits irgendwie verletzt schon. wirst. Wie? Wie haben wir das schon wieder gemacht? Ah, geht es um Geld? Da schläft einem ja Eins. das Hirn bei ein. Ups. Wir sind fertig. Lass es Aber brennen! drücken Sie nach kein Geld. Alles gut. Oh, hat blaues Feuer, als ob. Okay, ich muss wieder kämpfen üben. Ja, sei ruhig, du kleiner Spacko. Ich kämpf gerade mit denen. So, okay. Ja, ich sag, geht weg und bleibt im Leben. Scheinbar finde ich was anderes gedacht. Okay. Achso, ich muss zu dem Damas Poll ran. Ich hab's geschafft. Ich musste nicht kämpfen. Echt? Ich habe mit denen geredet, bis sie aufgehört haben. Einfach nerven, bis sie freiwillig weggehen. Ich habe einfach gesagt, am Ende lauf schon kleiner. Der hat schon einen Kacknamen, der Ja. Darmaß, ja. Ja, Ja. bei dem bin Der Dame Master. Habt ihr ich. Ärger Ganz mit ehrlich, dieser Kopfgeldjägern, Name ist so Captain? doof. Einfach. Die Schlingel zieht. Die. Achso, die Schlingel.
Ich bin so schlau. Da steht, die Schlinge zieht sich zu. Was nein, ich? Da steht die Schlinge. Ich bin mir da 100% sicher. Ich lese, die Schlingel ziehen sich zurück. Ja, genau, das steht da eigentlich. Genau, das steht da. Ich wette, wenn man das Video anguckt, steht da, die Schlingel ziehen sich zurück. Ja, wette ich auch. Komm, die Schlingel ziehen sich zurück, nehmen wir das. Ja. Während wir auf den nächsten Schritt von Skavak warten, könnten wir ja eine Partie Sabak spielen. Das habe ich kommen sehen. Ich will nicht gerade mit dem Betrüger spielen. Was meint ihr, Captain? Das erste Spiel geht auf mich. Gut, solange ihr bezahlt. Oh ja. Oh, denkst du, wir können jetzt echt Karten spielen? Was spricht gegen ein nettes Kartenspiel? Ich habe ausgewählt. Sag nicht, ich hätte euch nicht gewarnt, Captain. Seid so gut und holt uns eine Runde Drinks, Corso. Und dann teilen wir die Karten. Corso muss Drinks servieren. Ihr habt wieder gewonnen. Das war sehr beeindruckend. Beeindruckend? Ey, wir ziehen ihn voll ab. Der Captain hat euch weggeputzt damals. Ich würde sagen, ihr habt das Spiel schon mal gespielt. Wir ziehen ihn voll ab. Ja, es ist das einzige Kartenspiel in Star Wars. Vielleicht kann es sein, dass man es schon mal gespielt hat. Ja. Wollen wir eins nehmen? Ja. Vielleicht. Ich habe nie behauptet, ich wäre ein Anfänger. Was will er jetzt von uns? Moment, ich empfange einen Alarm aus meinem Netzwerk. Vielleicht haben wir genau darauf gewartet. Meine Informanten haben eben gesehen, wie Skavak mit jemandem kämpfte und in Justikar-Gebiet geflohen ist. Wir haben ihn. Wer sind diese Justikare? Das sind Selbstjustizler. Selbsternannte Richter eines ganzen Stadtsektors. Scharfrichter trifft es besser. Die Justikare so richtig keine Dorfrichter. Skavak muss wirklich verzweifelt sein, wenn er es riskiert, dorthin zu gehen. Boah, das ist ja voll die Kommandozentrale. Ach so, das ist eine Taxistation, alles klar. Sprich mit Jul. Jul, wer ist das? Keine Ahnung. Ich wollte gerade verbessern, dass die wahrscheinlich Jul heißt. Aber oh. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Hallo? Hallo und willkommen bei Wambus Taxis. Steigen Sie bitte ein. Wir fahren in Coruscant rum. Auf der rechten Seite sehen Sie Häuser, leere, trostlose Häuser. Auf der linken Seite sehen Sie das Gleiche. Genau. Das sind Fenster, die sind aus Glas, da ist ein Plakat. Die Fenster sind übrigens durchsichtig. Jetzt fahren wir. Wir sind da, glaube ich, ja. Wir sind in einem weiteren trostlosen Gebiet. Alles gut. Ich mag mein Mischpult. Spice-Verkäufer, willst du gerade Drogen kaufen? Herr Spice, ist Spice nicht Geld? Nein. Das sind Drogen in Star Wars. Da steht untrainierter Hund. Kann ich den befreien? Bei mir? Guck mal, voll süß. Oh ja, voll süß. So ein Ding. Hä, wie kannst du, als ob man da rein kann? Kann ich den irgendwie mitnehmen? Wie süß, ein Dämon. Wie süß, ja. Kann man den irgendwie zähmen oder so? Nein. Oder So offen ist das Spiel auch wieder nicht. Aber genau wegen sowas will ich, dass das ein Remake 2020, 2021 kriegt. Ich hab grad 40 Bier irgendwie weggeworfen. 40 Bier! Wo ist das hin? Wieder Lichter, da müssen wir lang. Boah, Alter, bei mir war gerade der Boden durchsichtig. Aber ich hab so einen passiv-aggressiven Schießen. Okay, darfst du. Mach. Besser? Granate geworfen. Warum sterbe ich nicht in dem Spiel? Ich heile mich, während er auf mich schießt. Ja, das ist ein bisschen, ja. Es geht um die Story, sagen wir es mal so. Es gibt kaum schwere Kämpfe, aber ja. Der Captain, ja? Wird ja auch Zeit, dass ihr herkommt. Euretwegen haben die Justikare meinen Bruder Jeek erwischt. Wir hätten uns nie auf euren Wolkenkopf-Mist einlassen sollen. Moment, was will die genau? Weiß ich nicht, aber irgendwie. Und jetzt ist sie sauer. Bitte nochmal von Anfang an. Kleine. Warte, ich mach das bitte. Euretwegen habe ich die Justikare und meinen Bruder Jeek erwischt. Ein Tor, was genau erklärt. Ja. Dann hört mal genau her. Die redet gerade mit Bruder Jeek und ich haben Skavak für euch überwacht. Großer Fehler. Ach so, ist in die Hose gegangen. Wenn Wolkenköpfe hier unten auftauchen, bedeutet das. Nein, du sagst nichts! Wir hätten den Job nie annehmen dürfen. Jetzt habe ich nicht verstanden, was die sagt. Ach Gott.
Mir tun die Menschen wirklich leid, die deswegen der Story schauen. Soll ich es jetzt nochmal vorlesen? Nein. Euretwegen hat die Justikara das mein war Bruder. Als Anfangs, als Redeoption, bitte nochmal von Anfang an. Ach so. Ich hab noch nicht mal angefangen. Ihr habt mich ziemlich lange warten und mich sorgen lassen. Wer ist das eigentlich? Und ich waren hinter Skavak her, als die Justikare uns verfolgten. Irgendwer ist gestorben wegen uns. Und ich hab mich um die Justikare gekümmert. Diese Hemmschädel waren einfach abzuhängen. Aber sie haben Jeek erwischt und in ihr Gefängnis verschleppt. Wenn ihr im Gefängnis seid, müsst ihr alle Druidenaugen der Justikare zerschlagen. Damit können sie Eindringlinge überwachen. Wenn ihr die Druidenaugen nicht klein habt, kennen die Justikare euer Gesicht. Ach so, ich denke mir, das sollen mir jetzt die Augen von denen ausstechen. Druidenaugen, das sind wahrscheinlich Überwachungskameras, du kleine Depp. Haben wir hier nicht schon mal? War nicht hier irgendwo so ein Riesenroboter, der uns nistet? Ja, genau. Da war ja was. Als ob du lootest, während ich die noch bekämpfe. Du hast bekämpft? Ja. Sag mal, kämpfst du eigentlich auch mit? Nee. In dem Umkreis sind anscheinend Sicherheitskameras, die müssen wir finden und dann töten. Wie schauen die aus, wäre jetzt gut zu wissen. Ich hab die Mittel und den Mumm. Ja, sei ruhig, Corso. Tipp, lauf nicht an dem davon. Ja, genau. Viel Spaß bei dem, der ist golden und hat 100 Leben. Ich hab das zu spät gesagt. Ich mach den jetzt fertig. Den kannst du alleine machen. Der Waffen machen nur leider alle gar keinen Schaden. Das ist irgendwie so komisch, aber. Ich mach auch gar nicht so viel Schaden. Aber bloß deine eine Attacke, die so Flächendamage alle tötet. Ja, Flächendamage bringt nichts, wenn da eine ist. Seid ruhig, ihr komischen Gegner. Ich hab nur noch 44 Leben. Ich muss weg. 28. Ey. 27. Corso, wo bist du? Heil mich. Stirbst du jetzt wirklich in dem Spiel? Ey, guck, ich hab voll viele Leben hier. Ich bin immer der Pro, der ich hab's so geplant und ausgespielt. Du hast geplant, dass du fast stirbst. Nein, ich hab. Das ist eigentlich nie irgendeine gute Sache, fast zu sterben in einem Spiel. David, das war geplant, dann kann ich nicht. Hä, wieso kann ich da nicht rein? Phase kann den Kampf nicht betreten. Bist du wieder gegen irgendwelche Gegner gerannt? Louis. Ich glaube nicht. Aber vielleicht wieder. Ja. Hey, guck mal, du schießt irgendwie 8 Schüsse und ich kann einen in der Zeit schießen. Das ist voll ja, aber es geht um den Gesamtdamage der einzelnen Schüsse. Ja, aber guck mal, ich schieße einmal und mach ganz wenig Schaden. Und das wird schon. Du schießt ganz oft und machst normal. Da schau dir das an. Ja, deine Klasse ist halt mehr so auf taktisch spielen. Aber das machst ja, du halt nicht. Ich umgehe meine Gegner und so. Seht ihr ja bei Wiggum. Das ist der Bruder. Die Sprache ist schön von dem. Das ist der Yeek. Der Yeek? Ah, oh, die heißt Jul und der heißt Yeek. Oder wie heißt die? Ju? Ja, stimmt, die heißt Ju. Jul und Yeek. Los, aufstehen, Yeek. Ihr müsst hier raus. Yeek. Hey, ihr seid ganz bestimmt kein Justikar. Die haben mich immer nur Dreckskerl genannt. Warum nennen die mich immer Wolkenkopf? Ich glaube, das hat sich sogar vorhin erklärt. Ah. Was ist die Hüttenstadt? Oh, da will ich hin. Da will ich hin. Erzählt mir von der Hüttenstadt, ich mach 2. Nie davon gehört. Was ist das für ein Ort? Ja. Ein riesiges Durcheinander an Kraftwerken und alten Fabriken unterhalb von uns. Ich dachte nicht, dass dort außer Druiden jemand überleben könnte. Wenn Skavak unten in der Hüttenstadt ist, könnt ihr getrost nach Hause gehen. Da überlebe ich keine 5 Minuten. Doch, ich überlebe alles. Ich wette, wir schaffen sogar 10. Die Hüttenstadt besteht nur aus toxischen Ruinen und durchgedrehten Druiden. Wer da runtergeht, kommt nicht zurück. Yeek, nimm dem Captain meinen Holotransmitter ab, bevor du gehst. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Mach nicht so ein Drama draus. War ja nur ein bisschen Folter. War ja nur ein bisschen Folter. Ach so. Dann war's das mit der Folge. Wir waren gerade angegriffen, sterben höchstwahrscheinlich. Nächste Folge suchen wir den Deppen. Beschütz mich. Hilfe. Und ciao.